Hier ist die Melanie wieder. Ich habe heute eine ganz besondere Ehre, finde ich. Mit meinen kleinen Videos stehe ich hier mitten im Himalaya. Das ist unser neuer Raum, beziehungsweise nicht der neue Raum, sondern neu bekleidet, neu eingerichtet. Und es ist schon eine ganz tolle, besondere Atmosphäre hier. Ich freue mich total, natürlich, wenn ich hier nicht mehr alleine stehen muss, sondern wenn ihr alle wieder dabei seid. So, ja, ich möchte jetzt heute gerne ein bisschen dehnen mit euch. Und zwar gebe ich jetzt im ersten kleinen Video eine kleine Einführung und werde Schwerpunkte unterteilen. Es wäre gut, wenn ihr wieder eine Matte habt oder vielleicht eine Decke, wenn ihr vielleicht auch ein Handtuch dabei habt, ein Kissen oder Pad, vielleicht etwas Dickeres wie ein Ball oder ein Block. Denn das Dehnen, was ich mit euch mache, soll auch schon ein bisschen effektiv sein. Und da wir im Gesundheitsstudio sind, wissen wir, dass einige Leute schon mal leichter zwar in die Position kommen, aber andere nicht so leicht. Und dafür habe ich die kleinen Hilfsmittel dabei. Das Dehnen, was ich anbiete, kann jetzt gut sein. Zum Beispiel, wenn ihr draußen Sport gemacht habt, kann es sehr gut tun. Oder wenn ihr eine andere Sporteinheit hier per Video mitgemacht habt oder für euch selber, dann kann das Dehnen sehr gut tun. Für die einen ist es für den Alltag und andere haben zurzeit vielleicht ehrgeizige Ziele, wie zum Beispiel einen Spagat am Ende der Zeit zu können. Und so hoffe ich, dass ich für alle was dabei habe. Ja, dann wäre es vielleicht auch noch mal kurz zu erwähnen, dass Dehnen, mein Dehnen auch mit viel Ruhe und Atmung wieder zu tun hat, sodass alle, die zum Beispiel auch Yoga-Freunde sind, sich da auch wohlfühlen können. Und auch dieses Dehnen und Atmen kann wieder dazu beitragen, so ein bisschen zu sich zu kommen, ein bisschen runterzukommen und sich wohlzufühlen natürlich an erster Stelle. Das wäre schön. Alles klar, das war jetzt meine Einführung. Der Schwerpunkt in diesem Video sollen die Beine sein, rundum, und so lasst uns einfach beginnen. Im Stehen, denke ich, seid ihr vielleicht auch gerade, sodass ich sage, jetzt, wer noch Schuhe anhat, soll ich mal einfach ausziehen. Wem das leicht fällt, gut ab. Und wem es noch schwer fällt, der ist nochmal besonders hier eingeladen, ein wenig mitzudehnen. Wir werden uns jetzt hinunter zur Matte begeben und dafür stelle ich mich einfach mal längs zur Matte hin. Und sollten wir jetzt erstmal, um so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen locker zu werden, uns nach unten rollen lassen, so weit wie ihr immer könnt. Schultern schütteln, Kopf mal schütteln, so ein bisschen locker werden. Das ist schon mal ein Anfang hier für die ganze Rückseite. Gerne hätte ich, dass ihr die Hände auf den Boden, auf der Matte kurz aufsetzt, nach vorne krabbelt. Und da sind wir schon in der ersten Position. Das umgedrehte V oder im Yoga der herabschauende Hund. Und jetzt lasst eure Füße bitte einmal schön rollen im Wechsel. Schön atmen dabei, gucken, wie es dir dabei geht, wo Grenzen sind, wo es leicht fällt. Dann mache ich noch eine kleine Dehnung, und zwar setzt du den Vorderfuß bitte auf und dehnst so ein bisschen über den großen Zeh drüber weg. Nur mal so ein leichtes Andehnen ist das. Sag ich leicht, vorsichtig, wem das wehtut natürlich. Wechseln wir die Füße auf den Vorderfuß, so ein bisschen nach vorne dehnen. Mehr im Großzehbereich ist die Belastung, nicht im Kleinzehbereich. Und wieder zurück. Und jetzt lassen wir endlich die Knie einmal herunter. Legen die Füße hin und setzen uns
auf unsere Fersen. Schon sind wir in der Dehnung etwas stärker. Fußrist, vorderes Schienbein, übers Knie, Oberschenkel. Und hier kann nicht jeder auf seinen Fersen sich setzen. Deswegen mein Vorschlag, nimm dir zum Beispiel ein Kissen oder den Ball, was auch immer du hast. Leg dir das hinten im Fußbereich auf und dann fällt es sehr viel leichter, einmal im Knien zu sitzen. Bitte versuche das jetzt mal mit deiner Atmung ruhig sacken zu lassen. Atme ruhig und versuche einfach mal in diese Kniesitzposition hineinzusacken. Und das ist auch ein Prinzip beim Dehnen, dass du alles so ein bisschen sinken lässt, dass du dich anlehnst, dass du alles entspannen kannst. Dein Ausatmen kann dir dazu helfen. Wir haben uns entschieden, dass wir diese Dehnübungen ungefähr eine halbe Minute wirken lassen. Wer das gut kann und gerne für sich auch nochmal nachmachen möchte, Dehnungen bis hin zu 3 Minuten sind natürlich besonders effektiv. Aber wir wollten das Video nicht allzu lange laufen lassen. 1 Minute haben wir jetzt. Wenn du steigern möchtest, kannst du zum Beispiel die Hände jetzt mal nach hinten aufsetzen und erfährst jetzt die Dehnung über die vordere Oberschenkelseite und auch ein bisschen den Oberkörper. Ganz trennen können wir das nie. Atme bitte noch ein paar Atemzüge durch. Genieße das auch und komm langsam wieder zurück. Das waren jetzt insgesamt 1,5 Minuten. Löse die Position auf und wenn du noch gut kannst, knie dich. Ich möchte gerne hier weitergehen. So, setz mal zum Beispiel deinen linken Fuß weit vorne auf. Die Schrittstellung, im Yoga heißt es der Sprinter, dehnt vor allem wieder Oberschenkel, Hüftbeuger. Ganz wichtig. Ich lehne meinen Oberkörper an den Oberschenkel an. Ich lasse meine Hände auf den Boden sinken. Wer mit seinem Knie nicht gut knien kann, kann wieder das Kissen nehmen als Kniestütze. Und ansonsten ist wohl das Atmen das A und O. Ganz kurz noch, bevor wir uns richtig hineingeben, wer sehr gut in der Position aushält, kann natürlich die Außenhand mit nach innen setzen. Und mit der Zeit etwas tiefer sacken, Ellenbogen Richtung Boden. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Und los geht's. Atme dich in diese Schrittstellung tief hinein. Spüre, wie alles nachgibt, wie der Körper mit der Zeit immer ein Stückchen hoch was loslässt. Lehne dich mit dem Körper auf dem Oberschenkel an. Und wie gesagt, wenn es dir sehr leicht fällt, setze die Außenhand gerne mal nach innen. Ganz kurz stellst du hinten mal den Fuß auf, schiebst die Ferse einmal weit nach hinten weg, atme tief ein und aus und lege dann vorsichtig das Knie wieder auf. Dein Gewicht liegt nicht auf dem Knie. Dann kommst du wieder langsam zurück. Langsam ist ganz wichtig. Richte dich auf zum Knien,
Und wenn du soweit gut bist, dann setzen wir uns nochmal so ein bisschen in die gerade Haltung. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass diese kleine Pause dabei ist. Und dann wechseln wir. Setze bitte deinen rechten Fuß weit vorne auf. Weit vorne heißt, dass dein Knie nicht über das Fußgelenk drüber wegdehnt. Ja? Schön Unterschenkel senkrecht und hinten das Bein ganz lang machen. Nur dann macht es Sinn. Und dann atme schön und lehne dich wieder auf den Oberschenkel an. Versuch einfach mal über das Ausatmen zu genießen. Auch deine Schultern dürfen entspannen dabei. Du kannst mal mit den Zehen so ein bisschen wackeln. Du darfst natürlich so klitzekleine Bewegungen noch ausführen. Das hilft dir, um locker zu sein. Und wie gehabt, du kannst auch hier die Außenhand, um zu steigern, nach innen setzen oder sogar die Ellenbogen Richtung Boden senken. Kann ich jetzt nicht vormachen, macht mir aber nichts. Du spürst es ganz genau, was bei dir richtig ist. Atmen. Wir setzen hier auch nochmal kurz den Fuß hinten auf und ziehen das Bein einmal lang, Ferse nach hinten schieben und dann wieder vorsichtig das Knie ablegen und nochmal kurz genießen. Okay, das war's schon. Vorsichtig wieder rausholen. Erst einmal aufrichten. Sacken lassen und einmal bitte gerade hinknien, spürst du gut nach. So, das war jetzt viel die Vorderseite, dann lass uns mal hinsetzen und unsere Beinrückseite auch mitnehmen, was sonst noch alles dazu kommt. Wenn wir sitzen, auch wieder die Regel. Streck mal deine Pobacken ein bisschen aus, wackel mit dem Becken hin und her. Es ist wichtig, dass wir erstmal die Wirbelsäule aufrichten können. Nicht jeder kriegt die Beine schon dabei gestreckt. Das ist nicht schlimm, lass die etwas gebeugt. Hier gehen wir vielleicht erstmal in die ganz einfache Grundübung, die Vorwärtsbeuge. Und wer nicht so beweglich ist, nimmt sein Handtuch, legt es um die Füße herum. Und versucht dann mal die Beine zu strecken. Ihr könnt euch so an dem Tuch festhalten. Wer natürlich beweglich ist, keine Probleme hat mit den Händen, an die Beine, Schienbeine, vielleicht sogar Füße zu kommen, nur zu. Wir gehen jetzt in unsere persönliche Vorwärtsbeuge, jeder für sich. Und tief atmen ist das A und O. Ruhiges, gelassenes Atmen. Im eigenen Rhythmus. Versuche deine Schultern immer mal wieder zu überprüfen. Die spannen sich auch gerne an. Das braucht nicht. Spüre, dass du auch in deinen Bauch tief atmest. Sonst wirst du nicht wirklich frei und locker im Becken. Jeder macht es so, dass höchstens ein kleines Wohlweh entsteht, aber nicht mehr. Nicht gucken, was ich hier mache, spüre, was du machst. Eine Minute ist um, wenn du möchtest, steigern möchtest, kannst du jetzt ein bisschen weiter nach vorne ziehen oder tiefer, wenn das nicht schon geschehen ist. Komm da gleich
ruhig noch einmal ein. Ja, und dann hol wieder langsam raus. Bitte langsam herausholen, aufrichten und auch lockern und nachspülen. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Setze bitte deinen rechten Fuß über das linke Bein. Wir kommen in den Drehsitz. Wer beweglich ist, kann das untere Bein nach innen klappen, sodass der Fuß Richtung Gesäß gezogen wird. Wenn dein rechtes Bein aufgestellt ist, umschlingt dein linker Arm eben dieses Knie und deine freie rechte Hand setzt du hinten ziemlich eng hinterm Gesäß auf, damit du dich immer aufrichten kannst. Dann drehst du dich so weit du kannst und schaust nach hinten und atmest. Der Drehsitz dehnt das Gesäß natürlich ziemlich mit. Und das ist ein wichtiger Teil. Beckenraum, Hüfte muss immer ein wenig mitgedehnt werden. Sonst werden wir da nicht frei. Noch viel mehr passiert auch im Rumpf natürlich. Du profitierst immer im Ganzen, in jeder Dehnübung. So atme tief durch und halte ein bisschen aus. Auch hier atme bitte tief in den Bauch, zu dem Oberschenkel hin. Versuch, dass deine Schultern von den Ohren weggezogen werden, indem du dich aufrichtest. Ein paar Augenblicke noch. So kommst du jetzt ganz langsam bitte wieder da heraus. Löst alles auf. Das ist wichtig, dass du dir die Ruhe nimmst. Ein bisschen lockerst. Und dann die Schultern mal lockern, auch den Kiefer mal lockern, alles recken und strecken wir auch nochmal ganz schön. Und dann wechseln wir natürlich, klar, dein linker Fuß über das rechte Knie. Eventuell klappst du den rechten Fuß nach innen. Dein linker Arm, dein rechter Arm umschlingt das Knie. Und deine linke Hand setzt sich hinterm Gesäß auf, um dich ein wenig zu unterstützen in der aufrechten Haltung. Schau, wie du das jetzt gut bewerkstelligen kannst. Auch die gestreckte Beinvariante ist völlig in Ordnung. Und dann beginnst du, dich zu drehen, nach hinten schauen, so weit wie du kommst, in deiner Atmung bleiben. Und genießen. Ich nehme mich zwischendurch ein bisschen raus, deswegen schau nicht zu mir. Bleib du bitte drin in deinem Drehsitz, damit wir die Zeit einhalten. Deine Schultern sinken, atme tief in deinen Bauch hinein, dreh dich so weit du kannst, vielleicht noch ein Stückchen weiter, guck mal, ob du deine Position noch verbessern kannst. Und dann kommst du ganz langsam jetzt bitte wieder zurück, entknotest deine Beine, lockerst ein bisschen. Lehnst dich noch einmal nach vorne. Jetzt mache ich das schon wieder ohne Handtuch. Natürlich geht es wie gehabt mit Handtuch. So weit wie du jetzt kommst. Es
Es könnte ein Stückchen besser sein als vorhin. Und wir werden das als letzte Position jetzt noch steigern, wenn du nämlich die Beine mal ein bisschen drehst. Bitte ein bisschen hin und her wackeln. Beine locker kriegen. So, ich weiß, dass der eine hier so vorne ist. Kannst du dir sogar noch einen Ball runterlegen, kannst du dich schön abstützen. Ich weiß aber auch, dass einige jetzt nach vorne kommen. Also, nicht gucken, spüren. Schau auf den Boden, lass deine Hände, soweit du kannst, nach vorne wandern und der Körper wird folgen. Und dann bleibst du irgendwo in einer Position, die für dich gut auszuhalten ist. Und atme schön, tief, genüsslich in deine Dehnung hinein. Oder nicht? Ist das nicht schön? Genieße bitte. Klitzekleine Bewegungen in den Füßen oder den Schultern helfen dir, die Bewegung oder die Dehnung noch etwas zu optimieren. Lächeln wäre auch mal ganz schön. Komm, ein bisschen schaffst du noch, lass los, atme tief, lass zu, dass der Körper sich da richtig hineindehnt, alle Faszien. Oh. Ich genieße sowas immer. Langsam bitte wieder zurück, bitte langsam zurück, aufrichten, beide Beine schön schließen. Schlinge gerne deine Beine und guck, wie es dir geht. So, das war mein kleines Bein-Dehn-Programm. Nicht zu lang. Und wenn du jetzt für dich dich noch hinlegen möchtest, ein bisschen ausruhen möchtest oder deinen Spagat üben möchtest, ich habe sowas mal gehört, dass einige das machen wollen, darfst du gerne tun. Aber bitte nicht übertreiben, achte auf deinen Körper und bleibt bitte alle gesund. Vielen Dank.